Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben uns mal wieder versammelt für einen kleinen Livestream. Und mit wir meine ich nicht nur, naja, euch vom Bildschirm und mich hier allein im Studio, sondern wir haben auch noch einen Gast dabei. Diesmal spannend, naja, ihr seht, ich bin hier doch irgendwie alleine. Wir haben ihn nämlich einfach mit dazu geschaltet, denn der gute Jakob Schmidt ist mit dabei und der ist aktuell unterwegs auf Achse, denn er hat die neue G9-2 für uns auch getestet und kann darüber noch ein bisschen erzählen. Der ganze Stream soll ein bisschen über Reisefotografie, Naturfotografie, Landschaftsfotografie gehen und natürlich auch noch über die G9-2, einfach weil sie neu ist und weil sie dafür benutzt wurde und vielleicht ist das eine oder andere noch ein bisschen neu für Leute und das können wir dann gerne auch noch klären. Aber holen wir auf jeden Fall erstmal den Jakob mit dazu. Stell dich mal kurz vor für die Leute, die dich aktuell noch nicht kennen. Ja, servus zusammen. Ja, schön, dass es jetzt geklappt hat. Wie gesagt, mein Name Jakob. Ich komme aus dem Süden Bayerns, wie man am Servus wahrscheinlich schon gemerkt hat. Bin 35 Jahre alt, fotografiere schon wahnsinnig lange. Wie gesagt, jetzt schon seit einer ganz, ganz langen Zeit eben mit Panasonic Kameras. Mache hauptsächlich Landschaft, auch Natur. Was einem so mehr oder weniger vor die Linse kommt, aber mein Schwerpunkt ist, wie gesagt, die Landschaftsfotografie. Und ja, ich bin wahnsinnig froh über die Möglichkeit hier mit Fotokoch eben was aufzubauen und die Möglichkeit zu bekommen zu haben, die Kamera vorab zu testen. Ist eine wunderschöne Kamera geworden und ja, wir werden euch berichten, wie sie sich so im Feld schlägt. Das auf jeden Fall. Und für Leute, die auch an deinen Arbeiten interessiert sind, ich habe nebenbei mal deine Webseite offen. Ich werde da regelmäßig mal drauf gucken, einfach um ein bisschen was zu zeigen. Aber natürlich für die Leute, die auch mobil unterwegs sind oder was gucken möchten, hier natürlich auch nochmal der Instagram. Gerne auch da mal vorbeischauen, ein Follow dalassen, kommentieren und liken, wie es sich gehört. Ich würde sagen, wir starten das Ganze so ein bisschen locker. Man kennt dich jetzt schon so ganz, ganz grob. Und du sagst ja schon so, Reisefotografie, Landschaftsfotografie ist so dein Steppenpferd ja eigentlich. Und ich glaube, viele, die sehen halt immer so bombastische Bilder, ne, von irgendwelchen Locations, die richtig cool aussehen. Oder wo man sich einfach oftmals denkt, okay, wie viel Planung steckt dahinter? Wie weit muss ich dafür rausgehen? Wie viele 1.000 € muss ich da in Reisekosten reinstecken? Lohnt sich das für so ein paar Fotos? Und ich schätze, wir gehen erstmal, bevor wir direkt auf die Technik springen, erstmal so in die Schiene und fragen immer so, wie geht man so ganz grob an so eine Planung ran? Du bist ja aktuell auch unterwegs. Wie hast du das zum Beispiel geplant gehabt, ne, so von der Organisation? Also einmal finde ich, man muss nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben, um schöne Fotos zu machen. Ich finde es unheimlich wichtig, die eigene Umgebung kennenzulernen und auch schätzen zu lernen, weil man, gut, im Süden Bayerns ist das immer ein bisschen einfach. Da Ja. kann man sagen, ey, ihr habt die Berge, ihr habt Seen, es ist mega schön bei euch, alle Leute machen bei euch Urlaub. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn man seine eigene Haustüre kennt. Und auch vor der eigenen Haustüre gibt es unheimlich viel zu sehen. Natürlich ist es eine tolle Inspiration und immer wahnsinnig schön, auch wegzufahren. Aber ja, ich meine, dafür muss man jetzt nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben, außer man möchte nach Island. Dann kommt man um viel Geld ausgeben meistens nicht drumherum. Wie ich das plane, es steckt viel Planung drin. Also wenn ich eine Reise mache, es steckt sehr viel Planung drin. Es wird viel Internetrecherche gemacht. Ich schaue bei anderen Fotografen, vor allem Fotografen, die aus den Gegenden kommen, was die für Bilder machen, an welchen Orten die sind. Es geht gar nicht darum, dass man es nachfotografiert. An manchen Stellen, das sind einfach Hotspots, da gibt es natürlich die zwei, drei Kompositionen, die jeder mal gemacht haben möchte. Die kommen dann irgendwie auch ins Portfolio. Aber es geht schon auch darum, ja, eigene Bilder an diesen Locations dann zu finden. Aber es ist viel Planung. Auf einer Reise immer schwierig als Landschaftsfotograf. Man ist unheimlich vom Wetter abhängig. Da kann es mal richtig gut laufen und es kann mal richtig schlecht laufen. Aber vor allem, wenn man zu Hause ist, wenn das Spots sind, die man oft besuchen kann. Ich persönlich habe eine Kartei oder eine Karte, da sind Spots markiert. Je nach Wetterbedingungen, wann könnte es da gut ausschauen? Ist es besser im Sommer? Ist es besser im Winter? Ist es besser, wenn es Nebel hat? Und da habe ich meine Kategorien und wenn ich dann auf die Wetterkarte schaue und ich sehe, okay, es ist regnerisch, da habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit für Morgennebel oder dass der Nebel auch mal im Wald steht.
Dann kann ich meine Spots rausziehen und kann mir überlegen, wo ich hinfahre. Und dann ist es nicht mehr so richtig auf gut Glück, weil ja, also viel Planung gehört meiner Meinung nach in der Landschaftsfotografie dazu, sonst ist es mit dem Wetter einfach wirklich ein Glücksspiel. Ja. Und dann auch immer in so Campingbus oder am Zelten oder immer irgendwie in einem Airbnb oder gemischt aus allem so ein bisschen. Ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt ganz frisch einen Bus ausgebaut. Ah. Das ist jetzt sozusagen die erste Tour mit dem Bus. Und ja, es ermöglicht einem sehr viel. Natürlich ist es vor allem durch Corona und den Camperboom, den es dadurch auch gab, ein bisschen schwieriger mittlerweile frei zu stehen oder direkt an Stellen zu stehen. Aber wenn man sich benimmt, die Regeln einhält, nett zu den Leuten ist, findet man eigentlich immer irgendwie eine Möglichkeit, dann Spots auch schon anzufahren und sich so, ich sag mal, ein Aufstehen um 3 Uhr in der Früh zu ersparen. Ja. Das macht es einfacher. Ansonsten, ja, zum Teil an einer Station mit dem Mietwagen oder eben von Spot zu Spot, dass man sich Routen festlegt. Da dann Unterkünfte bucht. Aber jetzt, wie gesagt, hauptsächlich mit dem Bus. Das wird spannend, das macht viel Spaß und ermöglicht ja ganz neue Dimensionen einfach, weil man Spots anfahren kann, weil man schon am Vorort ist, weil man mehr Stimmungen mitbekommt, einfach weil man länger an den Orten verweilen kann, als wenn man jetzt irgendwo einen festen Platz hat und erst mit dem Mietwagen oder wie auch immer die Gegend erkunden kann. Okay, klingt schon mal gut. Und für die Leute, die auch gerade noch dabei sind, erstmal die Info, ja, es wird aufgezeichnet. Das heißt, auch Leute im Nachgang können das gerne nochmal angucken. Und ihr könnt natürlich gerne auch Fragen stellen. Das heißt, wenn ihr entweder zum Jakob selber oder zu dem Thema oder natürlich auch zu der Kamera habt, stellt sie gerne. Wir werden es auf jeden Fall beantworten. Und falls du gerade das Video im Nachgang guckst, kannst du natürlich gerne noch einen Kommentar schreiben. Das beantworten wir auch noch. Wir holen zur Not die Antwort vom Jakob ein. Der ist jetzt mitgehangen, mitgefangen, dann wird da halt nochmal nachgebohrt. Das ist ja dann auch kein Problem. Unbedingt. Subi. Genau, du sagst viel, Planung ist auf jeden Fall immer ein Riesenthema für das Ganze. Deswegen auch wahrscheinlich mit Equipment, was du mitnimmst. Ich kenne so Reisefotografen so von bis, so von eine relativ kleine Tasche bis hin zu drei Taschen und ein Stativ irgendwo noch mit drunter geschoben. Wo gehörst du, in welche Kategorie davon? Ah, ich bin da ein bisschen in der Mitte. Sagen wir mal so. Micro Four Thirds hat einen unheimlichen Größenvorteil und den nutze ich eher, um alle Brennweiten abzudecken, als um wirklich Gewicht zu sparen. Also ich Okay. gehöre zu der Kategorie, ich habe eine Tasche und ich habe jetzt wenn ich Trekkingtouren mache, wenn ich auf dem Berg schlafe, dann kommt natürlich, ich sag mal, das kleine Besteck mit, aber das kleine Besteck sind meistens immer noch irgendwie 4 Objektive. Okay. Der einzige Vorteil ist halt, dass die Objektive wenigstens ein bisschen kleiner sind, wirklich, ja, aber Richtig, gut, dann richtig. hast du wirklich auf alles, wahrscheinlich bist du auch mehr Fan von Festbrennweiten dann im Endeffekt oder. Ne, weil ansonsten kannst du ja so zwei Zooms, dann wär's eigentlich fertig, so vom Gefühl her. Ja, vom Gefühl her schon. Also wenn ich jetzt auf den Berg gehe, kommt ein Weitwinkel mit, das Standard und das Tele. Das ist, sage ich mal, ich sag, die klassische Holy Trinity, die ist auf jeden Fall dabei. Und dann kommt es ein bisschen drauf an. Meistens habe ich noch ein Makro einstecken, einfach weil es geht. Ja, weil es klein ist. Ja, und dann kommt es darauf an, was ich vorhabe. Wenn ich Astro machen möchte, ist ein schnelles Weitwinkel dabei. Wenn ich darauf hoffe, einem schönen Tier über den Weg zu laufen, dann ist das Tele dabei. Die Drohne, wenn man denn fliegen darf, das ist bei uns ja auch immer ein bisschen Ja. schwierig. Genau, aber da wird dann entsprechend ein bisschen ausgewählt, aber ich denke, wie bei den meisten oder bei sehr vielen, die gerne fotografieren, ist das Objektivarsenal eher ein bisschen zu groß als zu klein. Ja, das kenne ich von früher. Ich habe Hochzeiten fotografiert, da hatte ich dann immer so einen Trolley mit dabei, den ich über jede Hochzeit geschleppt habe. Effektiv verwendet habe ich zwei, ne? Und der Rest ist so, wenn ich es mal Ja. brauche, habe ich es. Aber. Muss. Unbedingt. Und das ist dann diese eine Situation, wo man auf dem Berg sitzt und, also das war die letzte von mir, ja,
ich war in Bayern wandern, ich hatte die Drohne dabei und deswegen nicht das Tele. Und dann saß im Abendlicht auf einer Tannenspitze ein Birkhahn und ich war sehr traurig, mein Tele nicht dabei gehabt zu haben. Und seitdem findet man immer irgendwie noch einen Platz für das Tele und ob das dann irgendwie ein Kilo mehr ist oder weniger, den man den Berg hochschleppt, das ist dann irgendwie halt... Ja, aber ist dann so. Aber dafür halt. Ist es halt auch wirklich MFT. Ne? Also man muss da einfach mal in Relation setzen, das Ganze, richtig, wofür man mittlerweile MFT auch wirklich viel verwenden kann. Ich meine, MFT hat immer noch so ein bisschen so ein Stigma, mit dem wir auch heute auf jeden Fall definitiv so ein bisschen den Garaus machen wollen. Wir wollen zeigen, die Kamera ist sauschnell. Man kann sie für High-Res-Sachen auch benutzen. Das ist nicht nur so eine kleine Reiseknipse, sondern auch wirklich, was man professionell verwenden kann. Und dafür ist es halt genau richtig. Und ich glaube, da gehen wir auch dann so langsam mal rein und gucken uns mal an, was man auch wirklich damit machen kann. Ich weiß nicht, ob das Stream zwischendurch mal hier was gezeigt hat von Borotus, bestimmt. Aber wir können natürlich auch mal direkt auf die neuen Sachen von der G9 II reingehen. Wir können ja, wo wir über so ein bisschen MFT-Stigmas reden, können wir eigentlich so mit, ich nenne es mal Bildqualität, würde ich sonst vielleicht mal anfangen. Ne? Man kennt es ja eigentlich, Sensor recht klein, kann man da wirklich viel rausziehen. Und die Kamera hat ja auch nur 25 Megapixel, aber die hat natürlich auch ein paar coole Features, wie halt zum Beispiel der High-Res-Modus, den auch, glaube ich, gut getestet hast, von dem, was ich hier gesehen habe. Soll ich dir dafür eine Präsentation aufmachen oder einfach nur das Bild? Wie hättest du es gerne? Gerne einfach kurz die mit der Nummer 3. Alles klärchen, kriegst du. So, zack. So. Perfekt. Ja, also Bildqualität, ich tue mir da immer ein bisschen schwer. Ich glaube, das größte Problem von Micro Four Thirds ist das Wort Micro, weil Menschen geben gerne für etwas Geld aus, was nicht nach klein klingt. Das ist vielleicht einfach so ein bisschen ein Marketingproblem. Ja, stimmt. Aber Bildqualität, die Frage ist, wofür brauche ich es? Ja, ich kann natürlich mit 60 Megapixel, ich kann mit 100 Megapixel Kameras, also Sensoren, rumlaufen. Die Frage ist, wofür brauche ich diese Auflösung? Wenn ich jetzt Bilder drucke, 80 cm Kantenlänge, 1 Meter Kantenlänge, also lange Kante, ist absolut kein Problem. Und wenn ich jetzt sage, ich mache das für mich oder für einen Kunden, wenn der Kunde jetzt sagt, ich möchte ein Bild 10 Meter Kantenlänge und ich möchte da mit der Nase dagegen stoßen und keine Pixel sehen, dann brauche ich eine 100 Megapixel Kamera. Aber ich glaube, das sind wirklich Ausnahmefälle. Also die Bildqualität von diesen Kameras ist absolut gigantisch. Definitiv ausreichend für alles. Und mit solchen Spielereien, was absolut keine Spielerei ist, sondern das ist ein wirklich ausgefeiltes Feature wie der High-Res-Modus zum Beispiel, kommt man an die großen Kameras oder an die großen Sensoren mit dem High-Megapixel-Count auf jeden Fall hin. Wir haben da das eine Beispielbild, das ich jetzt gemacht habe in Spanien in einer Halbwüste. Die habe ich deswegen ausgewählt, weil es unheimliche Texturdichte hat. Das ist im Endeffekt alles getrocknete Erde, überall sind Risse, überall sind irgendwelche Steinchen, die da liegen. Hatte sehr viel Glück mit dem Sonnenuntergang, sehr viel Pech mit den Moskitos, aber es ist ein sehr, sehr schönes Bild geworden. Und wenn du mal auf die nächste Slide gehst, einfach runter, da sieht man mal, was dieser High-Res-Modus kann. Ja, das eine auf der linken Seite oben ist ein 100%, also auf 100% gezoomt für den High-Res-Modus. Man sieht diese ganzen kleinen Risse und die ganzen kleinen, die feinen Details in der Erde. Ja, das ist ein mega kleiner Ausschnitt in dem Bild. Und daneben sieht man das korrespondierende JPEG, wo das Detail halt einfach schlicht und ergreifend nicht da ist. Aber wie gesagt, das ist ein mega kleiner Ausschnitt. Ich wäre absolut happy mit dem Bild, wenn es nur 25 Megapixel hätte. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das wahrscheinlich mit 2 Meter Kantenlänge zu drucken, wenn ich den Platz dafür in meiner Wohnung hätte. Das verstehe ich. Ja, also es geht. Dieses Feature ist absolut klasse, vor allem natürlich für statische Szenen. Aber auch wenn jetzt, ich sag mal, eine Welle reinkommt oder solche Sachen, also kleinere Bewegungen,
gehen richtig, richtig gut. Mhm. Wenn einem jetzt während dem Hi-Res ein Bus quer durch die Szene fährt, dann wird die Kamera da wahrscheinlich für diesen einen Punkt von dem Bus dann quasi das 25-Megapixel-Bild reinlegen und dann hat man da ein bisschen weniger Auflösung. Aber für die Landschaftsfotografie eine statische Szene, das ist ein wahnsinnig gutes Feature. Und in dem Fall auch noch in Kombination mit dem gigantischen Stabi. Dieses Hi-Res-Bild ist eben bei einer 1/5 Sekunde pro Bild sozusagen entstanden. Also super langsame Belichtungszeit und es ist bockscharf. Ja, definitiv. Und das ist schon gigantisch. Wir haben auch ein Beispiel, das haben wir bei uns getestet gehabt. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, wo ich das habe. Da. Wir haben jetzt nicht so eine schöne Landschaft, aber wir haben ein schönes Schauspielhaus. Und dann haben wir mal kurz einen Test gemacht, auch für die Hi-Res-Fotografie. Auf der linken Seite ist das Hi-Res-Foto und auf der rechten Seite ist eins davon halt aus der normalen Qualität, nehme ich es jetzt einfach mal, die einfach bei der Reihe genommen wurde. Und wir haben halt auch so ein bisschen darauf geachtet, weil wir hatten da halt einen Besitzer mit seinem Hündchen, der da ein bisschen unterwegs war. Und dann auch noch so einen kleinen, ja, man kann es Springbrunnen nennen. Ich nenne es oftmals so ein bisschen Rohrbruch, was da auf dem Platz passiert. Aber da merkt man auch, ne, die haben sich alle bewegt und es ist trotzdem halt alles da an den Details. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich zweimal den Herren da habe, was man sonst von so alten Technologien ja kennt. Wenn ich irgendwas bewegt, habe ich ein Geisterbild. Sondern da wird halt wirklich dann der passende Moment rausgenommen, das schlau miteinander verrechnet und hat trotzdem halt noch eine Schärfe dazu gewinnen. Weil wenn man hinten mal auf die Schrift achtet, die ich halt da habe, da habe ich halt einfach deutlich mehr Details im Vergleich. Ne? Also es geht auch bei Bewegtsachen mit Grenzen, aber so kleine Sachen funktionieren auf jeden Fall, vor allem wenn sie weit weg sind. Ja, dann ist das nicht mehr so das Riesenthema. Und vor allem geht es jetzt eben auch aus der Hüfte. Also ja. Die G9 hatte ja auch schon einen High-Res-Modus. Ich habe den vielleicht 10-mal benutzt, weil ich ihn offen gestanden einfach vergessen habe, so in meinem Routine-Workflow herzunehmen, Stativ aufbauen, dann zu schauen. Klar, manchmal hat man so diese klassische Szene, man stellt sein Stativ hin, man stellt die Kamera hin, man wartet 20 Minuten, das Licht wird schön, ganz toll, ganz wunderbar, dann ist es wieder weg. Man hat 500 Bilder von der gleichen Komposition gemacht und einen behält man. Da habe ich dann vielleicht auch mal ein High-Res-Bild gemacht, aber jetzt mit der G9 II, wo man es einfach mal aus der Hüfte, das High-Res-Bild wirklich, ja, da ist es für den Standard-Workflow auf jeden Fall eine Option, einfach das mitzunehmen. Die Kamera verrechnet es echt schnell. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber gefühlt 5 Sekunden. Ja, geht recht zügig, genau. Das ist jetzt überhaupt nichts, was einen auffällt. Das ist schon echt genial. Perfekt. Ich gehe auch gerade mal in den Chat, es sind schon ein paar Fragen da. Ich werfe die dir einfach mal an den Kopf. Entweder kannst du es mitbeantworten oder ich dann teilweise, ne? Weil die erste Frage geht zum Beispiel mit dem neuen Leica 100 bis 400 im Vergleich zum alten. Ich glaube, du hattest, wenn überhaupt, nur eins dabei und ich weiß gar nicht, ob es das neue oder alte war, was dir geschickt wurde, falls du überhaupt eins dabei gehabt hattest. Ich hatte von den neuen tatsächlich keins dabei. Okay. Also ich hatte das 2060, das ist jetzt schon eine Weile. Schon eine Weile gibt. Genau. Das hatte ich dabei, aber von den neuen Optiken hatte ich jetzt keine. Okay. Ich werfe einfach mal was in den Raum, ansonsten muss ich mir die Regie korrigieren, weil die hat schon mit den neuen auch ein bisschen arbeiten können auf einem Farb-Event. Das neue hat so zwei bis drei große Vorteile, je nachdem, wie man es nennen möchte. Erstmal ist es die Möglichkeit, einen Telekonverter mit dran zu machen. Das geht bei dem alten einfach schlichtweg nicht. Da würde es hinten ans Glas anstoßen und man macht sich die Linse kaputt. Hat man nichts davon. Das Coole ist, Punkt 2, wenn man es mit dem Telekonverter verwendet, macht man aus dem normalen Maßstab von 1:2 ein 1:1 Makro. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig übertrieben rumrechne, 100 bis 400, dann den Verlängerungsfaktor von MFT sind wir bei 200-800. Mit dem Telekonverter bin ich dann bei 400-1600 als 1:1 Makro. Und das in ungefähr so lang, das ist schon ganz cool. Also das ist schon mal ein Punkt für sich. Und, soweit ich es verstanden habe, soll es noch mal schärfer geworden sein. Aber ich habe noch keinen 1:1 Vergleich gefunden. Aber wenn es falsch wäre, würde man mich jetzt anschreien. Von daher gehe ich jetzt einfach davon aus, es war richtig. Aber da gerne, wenn es wirklich auch mal da ist und wir auch ein längeres Sample da haben,
wird es der Rest auch da haben und dann wird es im Netz ganz viele Vergleichssachen geben. Wir werden wahrscheinlich nicht die Zeit finden, direkt da auch ein Video drüber zu machen. Wenn du in der Gegend bist, komm sonst rein, dann mach Vergleichsfotos vom Neuen zum Alten. Absolut kein Thema. So, dann Frage an dich. Nutzt du auch Olympus-Objektive an deiner Panasonic mit, oder sonst Speedboost-Booster mit einigen anderen Objektiven von anderen Herstellern? Wie sieht es da bei dir aus? Speedbooster nutze ich nicht. Adaptieren, ja, damit habe ich mal gespielt. Ich meine, Altglas ist immer so eine Sache. Mhm. Da muss man vorsichtig sein. Wenn das eine Leidenschaft wird, wird es sehr teuer. Ja. Und ich habe quasi rechtzeitig die Bremse reingehauen und habe nur, ich glaube, nur zwei alte Optiken. Das war auch so ein bisschen Nostalgie. Ich habe mit der Olympus OM2 tatsächlich angefangen zu fotografieren. Das war damals ein Geburtstagsgeschenk von meinem Vater. Ich habe sie nicht mehr, das ist sehr traurig, aber das war so meine erste Kamera. Und ich habe, als ich angefangen habe und überlegt habe, habe ich Lust auf Makrofotografie, habe ich mir damals ein manuelles Olympus zugelegt und das adaptiert, aber quasi ja, Metallring mit Bajonettverschluss, also total einfacher Adapter. Speedbooster habe ich, wie gesagt, keine Erfahrung. Ich weiß, dass es immer mal wieder das Fokussieren ein bisschen schwierig ist. Ja. Deswegen eher was fürs Filmen. Aber jetzt für die Fotografie nutze ich das nicht. Olympus-Objektive nutze ich an meiner Kamera gerne, ohne Probleme. Ich habe jetzt die meisten Objektive sind schon von Panasonic, aber das 60er Makro zum Beispiel nutze ich sehr gern, sehr viel. Also eigentlich alle. Alle Makroaufnahmen, die hier irgendwo in dieser Naturgalerie mit drin sind, sind mit dem 60er Olympus entstanden. Das 75er Olympus benutze ich viel zu wenig dafür, wie gut es ist. Ja. Das ist eine traumhaft schöne Linse. Ich zwinge mich ab und zu, sie zu benutzen. Ich habe sie auch einfach gern in der Hand, weil es ein schönes Objektiv ist. Und die 300er Festbrennweite von Olympus. Auch die mit Telekonverter. Also ich habe das 100-400 und auch die 300er Festbrennweite. Ist halt eine Festbrennweite und deswegen noch ein Ticken schärfer. Und wenn man dann wirklich gezielt losgeht, um zu sagen, heute geht es mir nur um Tiere, dann kommt eher die Festbrennweite in den Rucksack als jetzt das 100-400, wo ich sage, da möchte ich flexibel sein. Ich weiß nicht, wie weit die Tiere weg sind. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt was kommt, aber wenn was kommt, möchte ich was dabei haben. Aber ja, also Olympus-Objektive nutze ich sehr gern. Die sind einwandfrei. Kompatibilität ist bis auf ganz, ganz wenige kleine Features vollständig da. Also genau. Ja. Sehr gerne. Gubi. Dann nochmal ein Kompliment von Moritz Nolte an dich. Einfach mal jetzt nebenbei reingeworfen im Chat. Das gehen wir natürlich auch sehr, sehr gerne weiter. Der Riesenvorteil, Grüße an der Stelle. Genau. Der Vorteil, den Panasonic-Objektive halt wirklich nativ in einem Panasonic-System halt haben, ist einerseits natürlich die wirklich Optimierung für den Fokus und halt vor allem auch Stabilisation. Denn man darf da nicht vergessen, dass eine Panasonic-Kamera mit Objektiven in Harmonie auch wirklich kommunizieren und dadurch kriegen wir wirklich extrem, extrem starken Stabi auch mit rein. Und deswegen nehme ich das einfach mal als schamlose Überleitung zu dem neuen Stabilisator der Kamera, damit man das einfach mal gesehen hat. Wir haben mehrere Samples. Ich lasse hier einfach mal eins laufen. Das hat man eventuell schon in unserem Video gesehen auf YouTube. Ansonsten kann man ja nochmal gucken. Das Ganze war, alle Aufnahmen sind immer Handheld mit einer neuen G92 und dann mit einer Optik, die angegeben ist. Und unten haben wir so einen kleinen Schieber, wenn die Stabilisation an ist und aus. Wie man hier zum Beispiel sieht, der Turm bei 400 mm dann auch mit Stabi an, wirkt recht ruhig. Was man da nicht sieht, so sieht es nämlich eigentlich aus, wenn man das Ganze mal den Stabi ausmacht. Das ist relativ zitterig, einfach weil es eine lange Brennweite ist. Hier ist das Stabi dann an und es wirkt wirklich extrem ruhig dann in einem durch. Da nochmal ein kleines weiteres Beispiel. Einfach damit man das sieht, wirklich wie stark diese Stabilisation da wirklich reinkickt bei den hohen Brennweiten. Und das braucht man dann einfach. Es macht auch einfach absolut keinen Spaß. Das meine ich, das ist für Videosachen ist noch dramatischer. Aber auch beim Fotografieren, es macht einfach keine Laune, wenn man da zittrig einen Vogel hinterher hechtet, damit man den irgendwie noch drin hat.
das ist einfach rotzdoof und damit geht es halt einfach und vor allem halt mit den Panobjektiven in Kombination, dass man das gesehen hat. Das sind jetzt 8 Stufen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das heißt, es ist auch ziemlich, ziemlich stark im Vergleich zu alten. Da hatten wir dann in Dualmodus dann auch nur 6,5 Stufen. Ne? War schon gut, ne? Wie es schon gesagt wurde, aber ist halt doch nochmal auf ein etwas anderen Niveau. Und deswegen geht halt mittlerweile auch dieser High-Res-Modus aus der Hand halt auch so gut. Ne? Sonst ist das einfach nicht machbar gewesen. Du hattest nämlich auch noch ein Beispiel, wo wir auch das mit dem Vogel in der Luft angesprochen haben. Ich suche es nur gerade einmal kurz. Genau, das war die Nummer 5. Genau, da, zack. Ja, genau, also in dem Fall auch Gänsegeier im Flug gefilmt. Die sind jetzt nicht super mega schnell, also es sind keine Schwalben. Aber es macht einfach Spaß, das aus der Hand raus. Man sieht irgendwas am Himmel, man sieht es und filmt einfach mal drauf los. Und man kann sich eigentlich fast sicher sein, dass das ein schönes Footage wird, wenn man nicht gerade nach 2 Kaffee einen Berg hochgerannt ist. Ja, und da hilft der beste Stabi auch nichts. Ja, da hilft dann gar nichts mehr, aber solange man sich da jetzt irgendwie nicht vorher sportlich wild betätigt, hat man einfach ein wirklich, wirklich smoothes Bild und das macht viel Spaß. Ja, ich meine, das können sich manche Leute, die so hohe Brennweiten nicht unbedingt regelmäßig verwenden, nicht so ganz vorstellen. Ne? Sagen sie, ja, okay, ist halt blau drumherum. Aber allein diese Position vom Vogel, dass der immer so in diesem Abschnitt bleibt, ist schon mächtig, wenn man mit hohen Brennweiten arbeitet. Ja. Ansonsten sieht das immer deutlich anders aus. Und durch die relativ kompakten Brennweiten, also kompakt in Größe und Gewicht, kann man das auch ein bisschen länger mal halten als so ein 200, 600 von anderen Marken, was dann schon mal dann wirklich so lang ist und das Doppelte wiegt. Ist dann anstrengend. So, wir können auch gerne, wenn wir bei Stabi, ich knüpfe immer bei Stabi gerne sowas wie die Video einfach mit an. Ne? Du bist eher der Fotograf, aber auch ein bisschen Video. Wie würdest du es bei dir selber beschreiben? Inwiefern ich Fotos oder Videos mache, so im Vergleich? Genau. So. Oder ob du sagst, Video ist eigentlich so gar nicht meins oder wird es immer mehr? Es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Habe ich jetzt vor ein paar Jahren noch gar nicht gemacht. Mhm. Wird aber immer mehr, einfach weil auf der einen Seite ist es natürlich gefragt. Auf der anderen Seite merke ich aber auch für mich selber, dass ein Bewegtbild doch nochmal einfach Emotionen anders weckt. Vor einem Bild kann man stehen, man kann das bewundern, man kann sich da irgendwie auch in die Szene reinfühlen, aber wenn es sich bewegt und lebendig wird, ist es doch auch nochmal was anderes. Und ja, daher Video wird immer mehr und ja, solche Features wie jetzt gerade der Bildstabi oder auch die neuen Autofokus-Modi oder was auch immer wir jetzt da in dieser Kamera alles drin haben, macht das sehr viel einfacher. Da sehr schnell mit sehr guten Ergebnissen nach Hause zu gehen. Genau. Muss man nicht mehr unbedingt mit einem Gimbal oder mit was auch immer rumhantieren, weil einfach schon aus der Hand das Footage wirklich gut wird. Genau. Ich habe mal nebenbei ausgemacht, du hast auch so einen kleinen Clip gemacht, so einen 4K120-Clip, ne, für die Leute, die auf Slow Motion stehen, ne, dass man auch mal was sieht. Das kann halt so eine kleine Kamera mittlerweile halt auch und das ist halt noch wirklich guter Qualität. Ne, und dann kann man einfach da wirklich so ein bisschen das einfach mit genießen. Ne? Über ein Foto, das wäre auch ein gutes Foto, wenn man es aufbaut, aber dass man wirklich halt die Geschwindigkeit von Wasser so ein bisschen mit spüren kann. Ne? Das ist einfach so das Schöne, was halt Video auch mit sich bringt in vielen FPS, wenn man dann noch in Edit reingeht und Time Ramp macht von relativ schnell fließend in so ein richtig Slow Motion rein. Das macht einfach Spaß, ne? Dass man das einfach mitnehmen kann mittlerweile. Genau, und das ist jetzt einfach nur aus dem Handgelenk rausgezogen gewesen. Also das war nicht irgendwie mit dem Gimbal oder irgendwas. Ich habe einfach nur die Kamera ein bisschen einmal über den Wasserfall geführt. Und ja, wie gesagt, solange man nicht 5 Kaffee getrunken hat, wird das einfach wirklich ein schönes, schönes Footage. Mhm. Es gab noch eine Frage nebenbei, die werfe ich dir auch noch kurz an den Kopf. Benutzt du das Leica Panasonic 200mm 2.8? Und ist dieses Objektiv noch erhältlich? Das zweite müsste die Regie mal beantworten, das weiß ich selber nicht auswendig, aber ob du das Objektiv verwendest? Tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich habe mich damals für das 300 entschieden, einfach weil mehr Brennweite, schlicht und ergreifend. Tatsächlich war ich in Kolumbien, habe Kolibris fotografiert.
Und die kommen meistens einfach nicht so wirklich nah hin. Und da habe ich schon wirklich, ja, da habe ich gemerkt, okay, ich brauche was Lichtstarkes, was aber auch ein bisschen mehr Reichweite hat. Deswegen habe ich mich damals für das 300 entschieden. Aber das 200 auch schon in der Hand gehabt, ist eine fantastische Linse, ist eine absolut fantastische Linse. Und wenn ich es irgendwie rechtfertigen könnte und noch einen Platz in meinem Rucksack hätte, wäre es da wahrscheinlich drin. Aber bei mir war es damals eben die Entscheidung zwischen dem 200 und dem 300 und da habe ich mich dann für mehr Brennweite entschieden. Ja, kann ich verstehen. Mir wurde auch gerade gesagt, das gibt es noch. Da kann natürlich gerne, oder da kommt auch schon der Link in den Chat, kann man natürlich gerne mal nachher vorbeischauen. Wo wir bei Video sind, wir wollen ein Feature auch mal ansprechen, was viele nicht so unbedingt kennen oder auch manchmal ignorieren, was aber mittlerweile halt richtig, richtig cool ist. Das nennt sich Open Gate. Für die Leute, die es nicht kennen, breche ich es einfach mal kurz runter. Open Gate im Video ist eigentlich so, dass der ganze Sensor genutzt wird. Das heißt, jetzt zum Beispiel filmt uns hier eine Sony-Kamera, die hat eigentlich einen 2 zu 3 Sensor, aber das Video, was ihr seht, ist fix einfach immer 16 zu 9 oder 17 zu 9, was man so in den Videoaufnahmemöglichkeiten kennt. Bei sowas von der G9 II können wir den ganzen Sensor nutzen, was sehr spannend ist, weil es ein Micro Four Thirds Sensor ist. Das heißt, wir haben ein Seitenverhältnis von 4 zu 3. Das heißt, wir haben sehr viel Platz in der Höhe. Was wir hier auf den Sample nämlich auch dann einmal sehen. Der ganze Clip ist in 5,8K, das muss man sich auch mal erstmal überlegen, dass die Auflösung so hoch ist, 5,8K Open Gate gefilmt. Das bedeutet, wir haben einfach ein fast quadratisches Bild schon, was wir dann ausnutzen können für alles Mögliche im Nachgang. Das heißt, wenn wir im Schnitt hingehen, können wir das für 16 zu 9, für 1 zu 1 Instagram oder natürlich auch für vertikal Video zuschneiden, um das Ganze dann direkt in einer Aufnahme zu verwenden. Einfach weil wir so viel Platz für das Ganze haben. Und das ist ziemlich cool. Ansonsten muss man immer anfangen und doppelt drehen. Entweder mal horizontal und dann nochmal vertikal. Und dann gefällt einem der eine Clip aber besser als der andere. Und dann denkt man sich, ja, das ist ja doof, habe ich nicht in einem anderen Format gemacht. Und so kann ich es einfach eins zu eins zuschneiden und bin damit fertig. Ja, das ist dann für die Leute, die viel auf Social Media machen, halt richtig cool. Eine Aufnahme, ein Edit kurz und man hat dann drei verschiedene Sachen zum Delivern. Das ist einfach geil. Ja, also das gerne mitnutzen und nicht ignorieren. Einfach alles immer in der höchsten Auflösung machen. Wir können so, ja, ich werde hier schon angeschrien von der Seite. Habt ihr noch was in die Dropbox gepackt? Zeigt das doch. Ja, ich suche das mal eben, damit man mal sieht, so vom Seitenverhältnis, was das Ganze ausmacht. Moment. Vor allem, der gibt mir einen Ordner ohne Ende da, wo ganz viele Sachen drin sind. Benennt die so halbherzig. So, da sieht man mal als Animation Seitenverhältnis S5.2 und G9.2. Die hat das Feature nämlich auch. Und da sieht man einfach in schwarz abgecuttet, ist es so das 2 zu 3 Verhältnis von einem Vollformatsensor. Und bei der G9.2 einfach oben und unten mehr Spielraum. Sieht nach wenig aus, aber wenn man wirklich hart am Frame arbeiten muss, dann nehme ich absolut jeden Pixel mit, den ich irgendwie bekommen kann. Und das ist einfach hier viel, viel besser. So, das war das Ja, Wort zum das ist Punkt. was, was ich, ja, das ist was, was ich bei der Drohne oft vermisse. Also ich filme mit Mavic 3. Und gerade für Reels zum Beispiel, wie viel man da vom Bild wegschneidet, tut einem dann doch in der Seele echt weh. Ja. Also dieser Open Gate ist für mich, ja, also das ist für jeden, der irgendwie ja, in der sozialen Medienwelt unterwegs ist, Instagram Reels machen möchte, aber auch YouTube, einmal filmen. Für Reels reicht die Vertikalauflösung 500 Mal. Für YouTube eben entsprechend auch auf 16 zu 9. Das ist wirklich ein geniales Feature. Dann gab es noch die Frage aus dem Chat. Fotografierst du 100% mit MFT oder hast du noch andere Kameras, APS-C, Full Frame? Nee, also ich habe mit 35 mm Film angefangen zu fotografieren, ganz früher. Und bin tatsächlich mit meiner ersten digitalen Kamera direkt mit bei MFT eingestiegen. Es hat mich einfach, das spiegellose Format hat mich damals interessiert. Damals war, ich meine, das waren die ersten spiegellosen Kameras. Ich fand das spannend, das Konzept. Und bin dabei geblieben. Und ja, man schaut natürlich immer irgendwie mal links, mal rechts, aber das Format bietet mir alles, was ich für mich, für meine Fotografie brauche. Und deswegen,
gibt es in meinem Rucksack tatsächlich nur MFT-Kameras. Mhm. Deswegen, das ist auch so ein bisschen die Message von heute, ja, so ein bisschen das Stigma brechen. MFT kann halt auch wirklich alles. Es gab, man muss es wirklich sagen, jahrelang war auch wirklich MFT oftmals ein bisschen hinterher. Ne? Es war nicht so die besten Systeme mit dem schnellsten Fokus, was vor allem schade für Naturfotografen war. In den letzten Jahren gab es halt sehr starke Updates in diesem Vollformatbereich. Aber jetzt gibt es halt diese Updates eben auch bei MFT. Naja, und Panasonic allgemein, also S5II, wer es wirklich vollformatig will oder braucht, der muss halt da die Schiene gucken. Wer es aber ein bisschen kompakter haben möchte, vor allem mit Objektiven, ist halt G9II jetzt der Renner. Wir können auch einfach mal jetzt auf Fokus so ein bisschen gehen. Oder hast du noch was zu Video, was du gerne sagen wolltest? Nö, gerne. Okay. Wir können da gerne weitergehen. Supi. Ich habe ja Sachen vorbereitet. Ich habe ein Sample. Wir haben ganz viele Samples. Du hast welche, wir haben welche. Das ist so das Schöne. Fokus kann man immer gut zeigen. Ne, das ist immer so ein, wie hat sich das denn verbessert? Ja, man zeigt einfach mal, wie es in Action wirklich auch abgeht. Ja. Und wir haben hier zum Beispiel ein Sample gemacht gehabt. Muss mal eben kurz die Umfrage hier wegmachen, sonst sehe ich den Chat gleich nicht. Zack. So. Das habe ich kurz und knapp mal eben draußen fotografiert gehabt im Schlosspark in Düsseldorf. Und ich habe hier die G9II mit dem 45mm Makro verwendet gehabt im AFC mit der Motiverkennung Tier. Uns wurde zwar nicht angekündigt, dass es mit Insekten funktioniert, bei der Biene hat es jetzt funktioniert. Ich weiß nicht, ob das allgemein irgendwie Insekten unterstützt. So viele habe ich dann auch nicht gesehen. Aber mit dem Bienchen geht es auf jeden Fall. Und das können wir auch abspielen. Das sind einzelne Fotos, die hintereinander geschnitten wurden, einfach um das im Video zeigen zu können. Und das Ganze halt mit 65 Bildern pro Sekunde. Und da kann man sich halt wirklich dann das fertige Bild rausziehen, was man dann einfach braucht und den perfekten Moment hatte, ohne dass man wirklich was verpasst. Das geht bei Sport, das geht bei Tieren, das geht bei beim Kind, was einfach immer durch die Gegend rast, wenn man eins hat zum Beispiel auch. Ne? Und das macht halt einfach dann Spaß, das mitzunehmen und das legt halt den Fokus solide nach, damit man halt wirklich scharfe Ergebnisse bekommt. Und das war vorher halt so ein bisschen das Problem bei Panasonic, muss man es halt auch sagen, dass man da nur den Kontrastautofokus hatte und mittlerweile haben wir halt auch einen Phasenautofokus, der einfach nochmal stabiler arbeitet und schneller nachlegen kann, mehr Motiverkennung dazu hat. Dann kann man dort schön arbeiten. Kannst auch ein, zwei Wörtchen schon drüber richten. Ich suche mal eben kurz eins deiner Samples für Fokus raus. Ja, also wie gesagt, der Fokus funktioniert unglaublich gut. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, gerade über Fokus. Und ich habe gesagt, ich hatte nie ein Problem mit dem Fokus der G9. Der war sehr gut. Der ist auch für Single-Auto-Fokus immer noch extrem gut. Aber was jetzt geht, war für mich tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich werde da wechseln, ich werde ein Upgrade vornehmen, weil der Autofokus, wie gut der funktioniert, ist wirklich gigantisch. Wenn man jetzt an einer Straße steht und Erkennung auf Motorräder hat, dann laufen die Autos vorbei. Ja, dann laufen die Autos vorbei und er bleibt auf dem Motorrad. Wenn ich auf die Autos gehe, dann geht er auf die Autos. Wenn ich auf Menschen gehe, dann stellt er mir auf die Radlfahrer scharf, die dazwischen noch durchgehen. Wir haben die Nummer 0 und die 1 sind beides die Autofokus-Samples. Einmal habe ich mich auf die Straße gestellt und einen netten Motorradfahrer angehalten, um ihn zu fragen, ob er einmal kurz um die Kurve fahren würde für mich. War zum Glück ein Münchner, die Münchner sind überall. Das heißt, ich konnte mich mit dem ganz gut unterhalten. Und genau, in dem Fall einfach mal mechanischer Shutter, 10 FPS, durchgehalten mit Motorbike Detect, wie das so schön heißt. Ich mach den Beispiel mal was. Und einfach mal, ja, eine Serie, 40 Bilder, glaube ich, sind es geworden, 36, 40 Bilder. Genau, ich habe den. Und die sind einfach im Fokus. Ich habe ja, leider gerade da pumpt nur nichts. Die einzelnen Bilder gerade. Alles gut. Trägt es das da auch? Nein, Moment, ich muss mal kurz. Genau, ich hatte die in eine kleine Datei zusammengelegt, damit man nicht alle Bilder durchklicken muss. Absolut richtig. Normalerweise. Das geht natürlich auch. Aber so haben wir auch das High-Res, ne? Also wenn man hier mal eins
sich dann einfach rausnimmt, wenn der Motorradfahrer näher kommt und dann auch mal da reingeht. Ne? Da sitzt dann auch mal der Fokus richtig. Ja. Ich skippe mal eben ein bisschen weiter. Ich habe ihn durchaus auch gestresst. Das ist mit der 42,5, also mit dem Panalaika aufgenommen. Bei F1.2, weil ich gedacht habe, na, wenn ich da jetzt einfach auf F4, F5, 6 stelle, dann könnte er auch einfach in der Mitte bleiben und alles sieht ganz gut aus. Also ich habe ihn wirklich die Blende so weit aufgemacht, wie ich konnte, um A, natürlich einmal die Belichtungszeit runterzubekommen, aber auf der anderen Seite auch einfach, um dem Autofokus so wenig Spielraum wie möglich zu geben, und sieht halt einfach gut aus. Also das macht Spaß, ja? Also das funktioniert einfach. Und genau, das habe ich also wieder vor. da bin ich einmal mit meinem Bus schön durchgefahren, und auch da der Fokus zieht halt einfach mit. Mhm. Da kann man die Kamera auch in dem Fall an einem leeren Parkplatz, weil möchte ja nicht, dass irgendjemand die Möglichkeit dann nutzt. Die zieht einfach mit. Also das ist richtig gut. Ja, das ermöglicht halt einfach auch mehr Einsatzgebiete. Ne? Man darf auch nicht vergessen, Automotorsport, Fotografie oder Film ist halt auch ein Riesenbereich, wo sonst auch halt nur die Vollformater mit ihren Riesentrümmern dann so sitzen. Und das ist halt auch mittlerweile da möglich. Ne? Wir haben 65 Bilder pro Sekunde im AFC. Ist selten irgendwas noch schneller, wenn ich einfach aus Erfahrung spreche. Das kriegt man auf jeden Fall damit hin. Ja, kurz mich einmal eben kurz umsortieren. Es gab nämlich noch eine Frage im Chat. Existieren 6 mm, Äquivalent 12 mm und 7 mm bei MFT-Objektiven? Ich meine ja. Jetzt, ich glaube ja, von Laowa. Genau, müssten, die auf jeden Fall. Von Laowa gibt es ein 6-2-8, glaube ich. Mhm. Also kein Fisheye, sondern Rectilinear. Gibt es auf jeden Fall ein 6 mm von Laowa. Ja. Genau, und ganz ehrlich, die kann man auch wunderbar kaufen. Das sind halt manuelle Objektive, ne? Da hast du jetzt keinen Autofokus. Ja. Bei so einer Brennweite braucht man das auch nicht unbedingt. aber die sind nicht auch wirklich geil einfach verarbeitet. Einfach auf Blende 5-6 stellen. Und dann ja, also 5-6, ein Meter nach vorne und alles ist scharf. Ne? Also das ist relativ entspannt damit solchen. Da gerne mal in unseren Shop gucken, da kannst du auch einfach nach Anschluss sortieren, MFT, Brennweite, links in die Suche eintippen, und dann kriegst du eine wunderschöne Auswahl, was alle das für gibt. Denn mehr weiß ich einfach gar nicht auswendig, wenn ich da mal ganz ehrlich bin. Perfekt, Link ist in den Chat gekommen. Guck mal, Regie, mit der man arbeiten kann. Freut sich immer. Wir waren bei Fokus gewesen. Ja, funktioniert in Foto und Video, ne, da auch keine Bedenken, könnte dann dafür auch wunderbar nutzen. Wir hatten den Stabi schon gehabt. Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal so vom Technischen so ein bisschen weg. Na, soll ja auch ein bisschen inspirativ das Ganze sein. Ich habe noch ein paar kleine Fragen auch für dich vorbereitet. Ne, man muss ja mal spontan sein in der heutigen Sache, vor allem als Kreativer. Und zwar habe ich zum Beispiel noch sowas wie, hast du noch so ein Bucket-Shot auf deiner Liste? Gibt es entweder einen Ort oder ein Foto, was du so im Kopf hast, wo du sagst, das will ich auf jeden Fall noch in Zeit XY mal gemacht haben? Das ist so mein Ziel, wo ich hinarbeite. Also einen bestimmten Bucket-Shot jetzt nicht unbedingt. Es gibt viele, viele, viele Orte, die ich gerne sehen würde. Island. Ganz klassisch, würde ich unheimlich gerne mal sehen. Es hat mich zwischendurch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen abgeturnt, weil Instagram war ungefähr 95% Island. Ja, okay. Und ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, was kann ich da eigentlich noch fotografieren, dass ich nicht schon 50 Mal gesehen habe. Und ich mag das durchaus, wenn mich ein Ort überraschen kann. Mhm. Der Norden ganz allgemein interessiert mich unheimlich. Norwegen, Island, die Lofoten. Das ist so eine Gegend, wo ich noch gar nicht war und wo ich unheimlich gerne hin würde. Und ja, wenn man dann mal 5 Minuten drüber nachdenkt, findet man dann doch bestimmt schon auch so die ein oder andere Location,
die jetzt noch nicht von Instagram totgetreten wurde. Ich glaube auch. Ne? Spätestens mit der Drohne kannst du ein bisschen scouten und dann kann man sich da ja mal was aussuchen, wo man dann einfach hingehen möchte mit seinem Köfferchen. Genau. Subi. Was bei Scouting tatsächlich sehr gut funktioniert, ist Google Earth. Ja. Ich fliege sehr gern auf Google Earth rum, um einfach ja, Gegenden so ein bisschen zu erkunden, weil das dreidimensional aufgebaut ist und man dann dort schon so die ein oder andere Idee für eine Perspektive findet, wo man sagt, okay, vielleicht sollte ich mal auf den Berg klettern. Von da könnte es ganz gut ausschauen. Okay. Gibt es sonst noch so App-Tipps vielleicht? Weil ich kenne zum Beispiel aus den, ich weiß gar nicht, ob das noch verwendet wird, aus den Good Old Times, war sowas wie Fotopilz zum Beispiel für solche Leute, die was geplant haben da. Ja. Ich kenne nicht, ob es die noch, ja, ich weiß, ich bin alt, ich weiß nicht, ob es die noch gibt oder ob es was Besseres mittlerweile gibt. Hast du da vielleicht ein paar Ideen? Dann bin ich wahrscheinlich auch alt. Fotopilz benutze ich wahnsinnig gern. So. Fotopilz ist eine wirklich, also finde ich klasse. Ja, man kann wirklich gut abschätzen, okay, von wo kommt die Sonne rein, wo steht die Milchstraße. Mhm. Das mache ich sehr, sehr gern. Einfach mal, ja, kurz eine Idee, um wie viel Uhr steht sie da, wo ich sie haben möchte. Dass man nicht die ganze Nacht draußen verbringen muss. Ja, wenn man das nicht möchte. Also Fotopilz benutze ich wahnsinnig gern. Ich habe angefangen, immer mal wieder in die Viewfinder-App reinzuschauen, okay, von Bastian Werner. Die macht die Wettervorhersage einfach ein bisschen einfacher. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mich davon manchmal zu sehr abschrecken lasse. Ja, zum Beispiel dieses Bild, das wir vorhin gezeigt haben aus der spanischen Halbwüste. Mhm. Ich hatte eigentlich geplant, eine goldene Stunde mitzunehmen. Und dann hat sich so klassisch pünktlich 20 Minuten vor Sonnenuntergang einfach riesiges Gewitter durchgeschoben. Und auch laut Wettervorhersage war die Wahrscheinlichkeit für einen schönen Sonnenuntergang -400%. Ja? Okay. Und deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich überhaupt einen Sonnenuntergang habe. Und dann hatte ich irgendwo dieses eine kleine Loch in der Wolke und der Himmel hat einfach gebrannt. Es war gigantisch. Und deswegen tue ich mir mit solchen Apps, die dann sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit für einen schönen Sonnenuntergang ist gar nicht so hoch. Das hilft bestimmt in der Planung ein Stück weit. Was ich sehr, 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 sehr gerne verwende von dieser App, ist die Nebelvorhersage, weil die ist unglaublich gut. Und einen guten Nebel aus Wetterdaten rauszulesen, ist, ich sag mal, einfach herausfordernd. Aber man sollte sich für alles andere nicht abschrecken lassen, weil einfach rausgehen und gucken, was passiert, weil schön ist draußen immer. Mhm. Und ja, deswegen Viewfinder-App benutze ich gerne. Fotopilz benutze ich sehr, sehr viel. Und ich glaube, das sind so die hauptsächlich die zwei Apps, mit denen ich arbeite. Und dann gibt es natürlich irgendwie noch 4, 5, 6, 7, die ab und zu mal zum Einsatz kommen. Aber ich denke, das sind die zwei, die ich hauptsächlich, okay, aufrufe, wenn es um die Planung geht. Weil du auch so ein halber Horter bist, wenn es so um Equipment geht. Wenn du jetzt rausgehen würdest und sagen wir mal so für die Leute, die ja dafür auch einsteigen möchten, so in dem Bereich, die jetzt nicht direkt so eine Palette mitnehmen möchten, hätte so ein Essential Item, was man mitnimmt, sagen wir mal kein Stativ, vielleicht fällt dir was anderes Kreativeres ein, was man vielleicht mitnehmen sollte auf so einer Reise oder auf Fotosachen generell, und so ein Objektiv, wo du sagen würdest, damit auf jeden Fall einsteigen, ist ein guter Allrounder oder gibt einen coolen Look, was würdest du da vielleicht mitgeben? Also ich denke, als Objektiv macht ein 2060 Sinn, ein 1260 Sinn. Mhm. Das deckt extrem viel ab. Man kann wirklich viel damit anfangen. Ob das jetzt das Kit-Objektiv ist oder die Leica-Variante, ist im Endeffekt egal. Beide machen wirklich gute Bilder. Wenn ich jetzt noch gar nicht so sicher bin, dass ich irgendwie viel Geld in der Fotografie lassen möchte, sondern es einfach mal ausprobieren möchte, denke ich, macht das 1260, das Kit-Objektiv wirklich Sinn, mhm, oder das 1440, wenn man ein bisschen mehr Brennweite haben möchte. Essential Item für mich als Landschaftsfotograf sind auf jeden Fall Filter. Ich benutze tatsächlich keine Verlaufsfilter, weil ich die unglaublich nervig im Handling finde. Ja, okay. Ich hab magnetische Filter, die funktionieren einwandfrei, die poppe ich drauf und wieder runter.
Das geht so schnell. Und ich mache lieber ein Bracketing, anstatt jetzt irgendwie mit einem Grauverlauffilter zu arbeiten. Okay. Und fummel das dann im Post zusammen. Das geht ziemlich einwandfrei, wenn man das mal probiert hat. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt in die Fotografie startet und mal was ausprobieren möchte, ich würde mir auf jeden Fall einen Polfilter zulegen, weil das ist meiner Meinung nach der einzige Effekt, der jetzt im Post-Processing so gut wie gar nicht nachgemacht werden kann. Und es ermöglicht unglaublich viele Möglichkeiten. Ja, gerade wenn man irgendwie, ich persönlich liebe es, Wasser zu fotografieren. Wasser ist für mich ein unheimlich belebender Faktor von dem Bild. Ist es jetzt eine Reflexion oder die Ruhe, die einfach irgendein See ausstrahlt? Und ja, deswegen mit einem Polfilter lassen sich da schöne Effekte erzielen. Und deswegen würde ich sagen, ein Filterset ist das erste Gadget, das ich mir jetzt zulegen würde, wenn ich neu starten würde. Okay. In der Stelle zwei Sachen. Einmal die Regie. Kannst du unseren Filter einmal holen, damit ich dir mal zeigen kann, was es noch so im System gibt? Und es gab die Rückfrage, welche magnetischen Filter das sind. Weißt du zufällig die Marke davon? Die sind von Kase. Ah, okay. Ich habe verschiedene probiert. Im Endeffekt ist es, ob die jetzt von Nisi sind oder von Kase oder von wem auch immer. Ja, es ist schon ein bisschen so, you get what you pay for. Das stimmt. Und ich habe am Anfang auch mit einem 50-Euro-Schraubfilterset angefangen. Und die Farben werden sehr interessant. Das Aber mit der stimmt. echten Realität hat es nicht so richtig viel zu tun. Deswegen auch da leider, sage ich einfach mal, ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um wirklich Farbneutralität zu bekommen. Und ja, ob das jetzt, ich meine, Von ja, ob das Kase. jetzt Kase oder Die haben wir, glaube Nisi ich, nicht. oder was auch immer. Genau, also da gibt's alles Mögliche. Also Hauptsache Filter. Wir haben zum Beispiel einen, den kennen immer ein bisschen weniger Leute. Deswegen stelle ich den immer gerne mal vor. Der sieht relativ groß aus, ne? Das ist jetzt auch nicht der kleinste Durchmesser für MFT. Bisschen übertrieben, gibt es auch noch einen kleiner. Das Coole bei dem ist, der hat, jetzt muss ich gucken, warte mal, ob man das sehen kann. Wahrscheinlich nicht. Der hat hier vorne so ein schönes System, das kann ich drehen und dann ins Objektiv reinklippen und dann lasse ich los. Und das ist einfach ein Filter, den ihr dann von mehreren Brennweiten verwenden könnt. Das heißt, ihr kauft einmal einen vernünftigen und habt dann für alle Brennweiten was. Der ist jetzt zum Beispiel von 67 auf 82. Und das Coole bei dem ist halt, das ist ein ND-Filter. Das heißt, wenn ich hier dran drehe, dann wird es dunkler oder heller in mehreren Stufen. Und gleichzeitig auch noch ein Polfilter. Das heißt, ich habe hier beide Filter quasi in einem drin. Ne, und wenn ihr dann einfach eine Sache sucht und sagt, ihr zahlt einmal was Richtiges, ne, da sieht man, wird es heller und dunkler. Das ist dann der Polelement, das ist der ND-Element. Pol sieht man ja ein bisschen schwierig, wenn man nicht durch die Linse guckt. Ne, also können wir auf jeden Fall empfehlen. H- und Y-Filter, das Revering-System. Die haben auch was Magnetisches, ne, dann kann man da mal gucken. Links dazu natürlich gerne in den Chat. Aber wozu verwendet man die? Ich habe es auch mal eben groß gemacht. Da gab es nämlich eine Präsentation, die ich noch im Kopf hatte, mit Wasser. Für sowas zum Beispiel ist das super. Ja, in dem Fall war es auch schon ziemlich dunkel. Es war da jetzt, glaube ich, tatsächlich nur der ND8 drauf. Also es war schon ziemlich Nacht. Genau, aber einfach mal, um Wasser glatt zu ziehen, um Wolkenbewegung dynamisch darzustellen, dass die Wolken sich, ja, wenn sie schnell am Himmel ziehen, eine Langzeitbelichtung zu machen. Wenn man an einem vollen Ort ist und nicht 2 Stunden lang Menschen rausstempeln möchte, Ja. kann man einfach mal versuchen, eine 5-Minuten-Belichtung zu machen, und die Leute, die sie dann über einen Platz zum Beispiel gehen, verschwinden dann, weil sie einfach, außer sie bleiben 5 Minuten lang stehen, dann sieht man sie immer noch. Aber ja, so kann man, sag ich mal, einfach mal ein paar Leute verschwinden lassen. Aber jetzt in der Landschaftsfotografie vor allem, ja, sich bewegen, also bewegende Wolken, Wasser glatt ziehen, ein Wasserfall auch ein bisschen dynamischer darzustellen, zum Beispiel. Genau, in dem Fall habe ich auch das Wasser ein bisschen glatt gezogen.
Einfach, weil es eine ziemlich triste Stimmung war und ich wollte ein bisschen einen cleaneren Look haben und dann diese kleinen Wellen haben mit ihren die ganzen kleinen Reflexionen, die da entstanden sind, einfach, ich sag mal, den cleanen Look ein bisschen kaputt gemacht und dann habe ich da einfach eine Langzeitbelichtung draus gemacht, um das ganze Bild einfach noch ein bisschen ruhiger zu machen. Ja. Es ist an sich nicht viel, was man dann mitnehmen muss. Ein Filter ist mal schnell irgendwo in eine Tasche geworfen, aber es macht halt unheimlich viel wirklich fürs Bildergebnis. Das darf man echt nicht unterschätzen. Es gibt Filtersysteme mit Verlaufsfilter, wenn man es in einer Aufnahme oftmals haben will, aber die sind halt wirklich klobig. Ich muss das immer ins Objektiv anbringen. Ja. Die Teile sind nicht unbedingt immer kombinierbar, weil man den Filter cool findet. Das passt nicht in meine Filterhalterung, dann muss ich in dem System bleiben. Riesen-Hack-Mack. Ich bin auch eher Fan von einem Stacking, HDR und dann selber wirklich einmaskieren, wo will ich jetzt wirklich noch die Helligkeit haben aus dem einen Foto, statt das dann nur so zu machen, weil irgendwo bin ich mit einem Verlaufsfilter halt auch wirklich limitiert. Ja, das muss man dann einfach dann auch mit sagen. Ja, wo die Verlaufsfilter mich wirklich stören, ist, wenn ich in den Bergen bin. Und ich kenne viele Kollegen, die Verlaufsfilter verwenden und die schwören da drauf und das dürfen die auch ganz gerne. Klar. Aber ich kann es zum Beispiel dann, ich kann es nicht leiden, wenn dann manche Bergspitzen einfach schon anfangen dunkel zu werden und die anderen noch nicht, einfach weil der Horizont nicht eben ist. Bei einem spiegelglatten See lasse ich mir ein Verlaufsbild ausgehen. Aber in allen anderen Anwendungsfällen mache ich es lieber selber. Ja, dann mache ich ein Bracketing, mache ich tatsächlich einfach immer. Also das ist, glaube ich, einer von meinen größten Tipps, auch ob das jetzt für MFT ist oder für jede andere Systeme auch, macht ein Bracketing. Ihr habt auf jeden Fall die richtige Belichtung dabei danach. Ihr könnt die Bilder auch einfach wieder wegwerfen, ja, wenn ihr merkt, okay, ich brauche nicht alle 5 oder 7 oder 3 oder wie viele auch immer ihr macht. Mhm. Aber ihr habt auf jeden Fall ihr habt für die Highlights, ihr habt für die Tiefen auf jeden Fall die richtige Belichtung dabei. Und investiert lieber ein bisschen Zeit, zu lernen, mit Luminanzmasken umzugehen. Oder zur Not, mittlerweile ist auch Lightroom einfach wirklich gut, ein HDR zusammenzurechnen. Das macht wahnsinnig viel Sinn und erhöht die Bildqualität ganz, ganz maßgeblich. Das stimmt auf jeden Fall. Im Chat kam jetzt die neue Leica Schwarz- und Weiß-Simulation mal auf. Wir haben da so ein kleines Sample mal für, also es geht einfach so allgemein so ein bisschen um die Farbsimulation. Ich meine, Fujifilm ist ja aktuell in Riesenmunde, ne? X100V ist seit gefühlt 1,5 Jahren ausverkauft, so beliebt wegen diesen Filmsimulationen. Und man darf einfach nicht vergessen, andere Kameras, die haben halt nicht, da steht halt nicht dran, dass das der und der Film ist, aber die haben auch einen sehr eigenen Look, den man auch gut anpassen kann. Und aktuell, jetzt in der G92, hat sich Panasonic gesagt, okay, wir machen mal jetzt nochmal einen schöneren oder einen anderen Schwarz- und Weiß-Look und haben dann mal bei Leica angeklopft, die einfach für ihre Schwarz- und Weiß-Sachen relativ bekannt sind. Und das ist halt der Vorteil von der L-Allianz, die wir so haben. Das heißt, da kann da auch mal ein bisschen was rübergeben. Aha, ich kriege hier gerade noch ein... Soll ich lieber das nehmen, liebe Regie? Ja, warte. Kannst du, ist das Fertige? Das ist das Fertige. Dann warten wir. Aber zeig euch erst. Genau, ne? Also da gehen wir mal so ein bisschen durch alle Sachen, ein bisschen durch, was die Kamera so nativ mitbringt. Und das geht halt dann direkt auf die Bilder drauf, sowohl im Foto- als auch im Videobereich natürlich. Und die kann man dann auch später noch ein bisschen customizen. Und da unten merkt man dann so, L-Monochrom ist halt dann der Leica-Monochrom-Look. Der ist ein bisschen kontrastreicher, der bringt ein bisschen mehr Punch rein in das Ganze. Der normale ist dann ein bisschen flacher im direkten Vergleich. Da haben wir auch noch mal ein fertiges mit Ton. Ja, Moment, da, zack. Muss man nicht unbedingt die Spree die ganze noch im Hintergrund hören. Ist dann ein bisschen laut. Ne? So wirkt es dann, wenn man auch mit Leica Monochrom noch was macht im Bewegtbild. Ich finde es schön. Ich mag so ein bisschen kontrastreicheren Look. Das stelle ich meist mit meinen Kameras auch ein. Und wenn ich was in der Kamera schon vom Look her fertig machen kann, dann spare ich mir das einfach in der RAW-Verarbeitung sehr gerne ein. Einfach, weil ich mir dann wirklich massiv Stunden an Zeit sparen kann. Auf jeden Fall empfehlenswert. Und sieht man auch mal kurz, Gesichtsaugenautofokus ist auch mit dabei. Da habe ich ein Sample, da hat aber derjenige, der das Sample aufgenommen hat, nicht in AFC gestellt, sondern in AFS. Und deswegen pumpt das immer noch so ein kleines bisschen. Aber ich lasse es natürlich auch gerne mal kurz
laufen. Das merkt man so einen kleinen Pumpen immer da. Das hat leider dann die Person nicht ganz richtig gemacht. Aber die Bilder sind alle scharf geworden. Und das ist dann auch das Richtigste und Wichtigste. Das ist dann auch kein Problem, auch mit 200 mm 2.8, wo auch der Schärfenbereich so müh ist, liegt er trotzdem da, wo er hingehört. Hast du selber auch mit den Bildstilen rum experimentiert? Machst du es allgemein oder sagst du, ich mache alles in der Post? Ich mache eigentlich alles in Post. Okay. Also die JPEG-Engine rühre ich gar nicht an. Ich weiß, dass, also für viele ist das total in Ordnung, und ich finde, da ist auch nichts dabei, wenn man sich die JPEG-Engine einfach so tweakt, dass man sagt, das ist der Look, der gefällt mir einfach immer. Ich gehe wirklich gerne an jedes Bild, das ich entwickeln möchte, von Grund auf hin und überlege mir, wo möchte ich damit hin. Mhm. Ich arbeite auch nicht mit Presets. Das machen ja viele sehr gerne. Ja. Ich benutze Presets schon mal, um ein bisschen Inspiration zu sammeln, aber ich hau keine Presets auf die Bilder drauf. Ich entwickle die immer gerne from scratch. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen ein puristischer Ansatz, aber... Ist nichts dagegen. Deswegen. Also vor allem bei deinem Bereich ist auch, glaube ich, ein bisschen... Ist nicht ganz so schlimm, ne? Du machst halt nicht so eine Reportage von 1000 Bildern, die du dann einem Kunden geben musst. Dann nimmt man sich auf jeden Fall gerne die Zeit, das wirklich perfekt zu machen, jedes einzelne Bild. Wenn man zum Beispiel sowas für eine Reportage oder Capture One auf die Kamera ziehen und dann habe ich diesen Grundedit schon da. Und das ist eigentlich ganz cool. Weil auch gerade eine Frage im Chat kam, mache ich dir mal noch die Präsentation 7 auf. Da geht es so ein bisschen um Dynamikumfang und Shadow Recovery. Wie sich das auch vor allem, das ist auch für dich dann auch eine gute Frage, mit der sowas wie der G9 dann schlägt oder OM1. Ich weiß nicht, ob du die OM1 schon mal getestet hast, aber vielleicht hast du ja Erfahrung dann mit im Vergleich dann zu der G9 dann zum Beispiel. So. Ja. Also im Vergleich zu G9 ist es auf jeden Fall nicht schlechter geworden, eher besser. Dynamikumfang halte ich für sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt im Bilder im Vergleich, so richtig, richtig Bilder im Vergleich habe ich wenige gemacht. Das ist unglaublich kompliziert, zwei Kameras gleichzeitig zu jonglieren. Ja. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Also große Kudos an die ganzen Hochzeitsfotografen, die irgendwie mit drei Kameras um die Schulter rumrennen, um verschiedene Brennweiten gleichzeitig abzudecken. Da würde ich persönlich absolut durcheinander kommen. Also Dynamikumfang ist richtig gut, ist wie gesagt meiner Meinung nach ein Ticken besser geworden. Ich habe aber natürlich im Moment nur JPEGs. RAW-Verarbeitung ist momentan noch nicht und entsprechend ist das alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber es kann nur besser werden. Und ich habe jetzt hier einfach mal zwei verschiedene Lichtsituationen. In der ersten Lichtsituation ist die Sonne noch nicht durch die Wolken gebrochen. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen eine flachere Szene. Trotzdem brennt jetzt, wenn man mitten betont belichtet, automatische Belichtung, der Himmel schon zum Ticken aus. Ich habe einfach ein klassisches Bracketing gemacht mit einer Blende. Unterschied, 5 Bilder, also zwischen -2 bis +2 Belichtungskorrektur, einfach mal zu schauen, wenn ich jetzt für die Highlights korrekt belichte, wie viel muss ich die Schatten hochziehen und wie sehen die Schatten danach aus. In dem ersten Beispiel ist quasi das Bracketing, quasi -1, also -1 Blendestufe, ist der Himmel korrekt belichtet und ich habe dann einfach, die Belichtung wieder hochgezogen, um zu schauen, was machen die Schatten. Und wenn ich sozusagen das Bild dann in dem Fall jetzt um 1,3 Blendenstufen aufhelle wieder, sehen die Schatten noch richtig gut aus. Also da habe ich jetzt im JPEG keinen Unterschied gesehen, also dass da jetzt irgendwie großartig Rauschen aufkommt oder dass da Bilddetails verloren gehen. Als die Lichtsituation ein bisschen herausfordernder wurde und die Sonne dann schon durch die Wolken durchgebrochen war, war quasi wieder für die Highlights belichtet,
Belichtungskorrektur minus 2, also 2 Blendenstufen unterbelichtet, um jetzt den Himmel schön abzubilden. Und da fängt man jetzt im JPEG an, erste Detailverluste wahrzunehmen, aber auch nur in der 100% Ansicht und auch nur irgendwie kleine Details. Also jetzt gerade zum Beispiel in diesem Riss, der jetzt links unten in der 100% Ansicht ist, in den tiefsten Tiefen sozusagen der Schatten, merkt man jetzt, dass da so ein bisschen Detail verloren geht, dass man anfängt so ein bisschen Rauschen zu sehen, aber das sind keine Patches oder so, das ist kein nerviges Rauschen, das ist da, ein bisschen Detail geht verloren, aber man macht ein Bracketing und dann hat man das Problem sowieso nicht. Ja? Also wenn man jetzt wirklich sagt, hey, ich habe eine Gegenlichtsituation und die Sonne scheint mir ins Gesicht und man möchte nur solche Fotos machen, dann ist MFT wahrscheinlich nicht das richtige System, wenn man nur mit einer Aufnahme einen HDR-Look haben möchte. Ja. Aber das kriegen, glaube ich, ganz generell die wenigsten Kameras hin. Also Dynamikumfang ist richtig, richtig gut. Schatten kann man völlig problemlos um 1,5 Blenden hochziehen, ohne dass man jetzt im JPEG, wie gesagt, im RAW wird es noch besser sein, aber auch schon im JPEG, dass man da irgendwelche Rauschartefakte, Detailverminderung oder irgendwas sieht. Das ist schon echt gut. Das auf jeden Fall. Also man darf halt wirklich auch nicht aktuelles unterschätzen, wir können es halt die RAWs noch nicht öffnen. Das hat einfach damit zu tun, die Softwares haben es einfach noch nicht im Sortiment drin. Das heißt, weder Lightroom noch Capture One können wir es aktuell öffnen. Das ist immer so ein bisschen doof, wenn man so Vorführmodelle hat. Aber deswegen muss man auch immer sagen, wie auch schon erwähnt wurde, wenn, wird es besser. Auch sowas wie Rauschverhalten wird oftmals gefragt, wie ist es so ganz genau im Detail? Sagen wir ja, die ist teilweise so eine Firmware 0507 drauf. Das ist aktuell schon immer gut, aber potenziell wird es noch ein bisschen besser, weil es nur nachgerechnet wird. Wo ich die finalen Bilder gebe und sowas, wie es im Detail ist, muss man leider warten, bis die finale Software ausgeliefert wurde und man es dann auch im RAW öffnen kann. Aber das ist, glaube ich, schon mal ein guter Vorgeschmack, was damit schon möglich ist. Also man sieht auch jetzt schon, allein an den JPEGs habe ich viel Spielraum. Ich kann das machen und da auf jeden Fall dann keine Abschreckungen haben. Auch MFT kann in Schatten was aufhellen und das ist kein Problem, wenn man mal ein bisschen die Belichtung daneben gekackt hat. Also absolut kein Thema. So, ich gucke einmal kurz, zack, mach mal die Homepage nochmal auf im Hintergrund, ob ich noch ein Fräkchen übersehen habe bislang. Wenn du bei Landschaftsaufnahmen mit Stativ arbeitest, schaltest du dann den Stabi der G9 II aus oder nicht? Das ist so ein bisschen eine Glaubensfrage. Ja. Man sagt, dass man den Stabi ausschalten sollte, wenn es die Kamera auf dem Stativ ist. Ich habe persönlich, vergesse ich das wahrscheinlich in 99% der Fällen. Ich habe aber auch noch nie einen Unterschied gesehen. Deswegen ist es vielleicht egal oder ich schaue nicht an den richtigen Stellen. Wie gesagt, man sagt, schalte ihn aus. Aber in der Praxis habe ich noch nicht rausgefunden, warum. Ich kann es dir tatsächlich auch nicht. Also mittlerweile, weil die Stabis so gut geworden sind, würde ich mich selber nicht wirklich drum kümmern und es einfach anlassen. Vor allem, wenn ich jetzt nicht das beste Reisestativ habe. Wenn man manchmal so ein bisschen sagt, ich hätte gerne ein leichtes Stativ zur Reise, dann sind die Beinchen auch meistens dann irgendwo so dünn. Dann kann der Stabi auch tatsächlich für ein besseres Ergebnis liefern, oftmals, anstatt dann den mitzunehmen. Außer natürlich, wenn man jetzt sagt, man möchte die größte Weite mit drin haben. Manche Stabis machen halt einen Crop rein. Ne, den muss man halt dann ausmachen. Oder halt nur die kleinen Stabilisationsmodis nutzen, nicht die Active-Sachen. Aber ansonsten ist gehopst wie gesprungen in meinen Augen. Sie ist genauso. Du machst mehr Landschaft als ich, also fühle ich mich jetzt einfach mal bestätigt. Ich mach's nicht. Also wir machen auch Videos meist aus der Hand. Und wenn wir es auf Stativ stellen, haben wir Stabi auch immer an. Und bislang rüttel ich, glaube ich, hoffentlich nicht durch die Gegend, weil irgendein Stabi plötzlich meint, was stabilisieren zu müssen. Das geht, glaube ich, mittlerweile ganz gut. So, genau. Stimmt. Guter Punkt. Kam aus der Regie gerade, der Gyrosensor. Jetzt muss ich einmal kurz, wir werden da wahrscheinlich nichts. Das ist immer schwer zu zeigen. Aber man kann sich das da.
Oben bei der Kamera. Das Gehäuse, wer es nicht kennt oder mal Vollformatsachen angefasst hat, das ist das Gehäuse der S5 II. So ganz, ganz im Groben, so von der Größe her. Und die S5 II hat hier oben, da wo der Sucher ist, dahinter so einen Lüfter verbaut für lange Filmaufnahmen, dass da einfach die Abluft weg kann. Bei der G9 II, und deswegen ist das Staubi auch so gut, sitzt hier noch ein neuer Gyrosensor, der einfach dann die Bewegungen nochmal ausmisst. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wenn man auf Stativ steht, dann sagt er dem Gyrosensor, ich bewege mich nicht. Das heißt, der Stabi kickt da auch nicht rein. So ist aber mal eine ganz grobe Theorie für das Ganze. Danke dafür. Der ist neu, deswegen ist der auch so gut. So, ich mache mal eben auch so eine Vergleichstabelle nochmal auf, dass man es mal gesehen hat. Na, deswegen ging auch zum Beispiel, den hat halt die alte G9 nicht so stark. Deswegen auch diese High-Res-Geschichten, über die jetzt schon ein paar Mal gesprochen wurden. Nur 80 Megapixel, nur mit Stativ. Hat jetzt auch 100 aus der Hand, eben wegen dem verstärkten Bildstabilisator, damit man das auch dann mitnutzen kann. Ich würde einfach, du kannst ja überlegen schon mal, ob du noch, genau, hat, ja, ist gut, habe ich vor, danke. Ich gehe mal so im Groben einmal jetzt diese Tabelle nochmal durch. In der Zeit kannst du ja nochmal kurz überlegen, ob du noch ein Thema hast, was du auf jeden Fall noch behandeln musst, was ich vielleicht ignoriert habe. Ansonsten natürlich nochmal der Aufruf, wenn noch Fragen sind, fragt. Egal, ob jetzt zu der Technik an sich oder natürlich zu Jakob oder zu seinen Fotos oder allgemein zu solcher Art von Fotos, gerne, gerne stellen. Und dann beantworten wir gleich, ich gehe euch einmal kurz durch. Falls ihr noch nicht den direkten Vergleich zur G9 und G9 II habt, dann kriegt ihr ihn jetzt nochmal als kurzen Rundown. Früher bei der G9 hatten wir nur 20 Megapixel, jetzt haben wir 25 Megapixel. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Auflösung. Den Sensor kennen wir so ganz grob auch schon aus der GH6. Die Serienbildaufnahme ist schneller geworden, wie vorhin zum Beispiel an den Beispielen von Motorrad, Auto oder der Biene gezeigt. Wir haben hier mit AFC, also Fokus-Nachführung, 65 Bilder pro Sekunde. Und bei AFS, also Fokus bleibt stativ da stehen, ne, der bleibt halt da, wo er sitzen soll am Anfang, haben wir 75 Bilder. Die alte G9 konnte hier mit Fokus-Nachführung nur 20 Bilder pro Sekunde in voller Auflösung. Es gibt diesen Modus 4K-Foto, das ist einfach nur ein zusammengerechnetes, kleines JPEG, was man da rausbekommt, ist halt nicht die volle Auflösung, ne? Je nachdem, was man da vorhat. Auch der Pre-Burst ist schneller geworden, beziehungsweise länger geworden. Das heißt, wir können bis zu 1,5 Sekunden, bevor wir den Auslöser durchdrücken, können wir schon Bilder aufzeichnen. Und das ist normal bei 65 Bilder pro Sekunde, bei 1,5 Sekunden Vorlaufzeit schon mal locker 100 Bilder, falls man einfach zu langsam drauf gedrückt hat. Das ist schon ganz gut. Einfachstes Beispiel, was man sich da vorstellen kann, ist immer so ein Chamäleon, was irgendwo sich ein Insekt schnappen möchte. Und man wartet und wartet und wartet. Und natürlich ist man nicht schnell genug, da ist die Zunge schon wieder drin. Dann drückt man erst drauf und dann geht man schön die voraufgenommenen Bilder durch. Da sieht man dann, wie das Ganze passiert ist. Das ist dann immer ganz schön. Der Bildstabi, ein paar Mal angesprochen, der ist jetzt stärker geworden. Vor allem halt im Dual-IS, also mit Panasonic-Linsen, bis zu 8 Stufen. Haben wir auch ein paar Beispiele gesehen. Wir haben halt den High-Res-Modus, dass wir da jetzt einfach mehr aus der Hand machen können und kein Stativ mehr durch die Gegend schlören müssen. Und für mich fast einer der größten Punkte ist halt aktuell der Fokus von einem Kontrastsystem hin zu einem Phasenhybrid-System mit mehr Motiverkennungen. Das heißt, ich habe halt die Fahrzeuge, die Tiere, die Menschen halt auch mit Auge, Körper und Sonstiges, ne, was viele anderen KI-Autofokus schimpfen, haben wir halt hier auch, heißt nur anders. Und wir haben dann auch natürlich bei wenig Licht eine bessere Fokussierung, einfach dann für die Lowlight-Menschen, die eventuell dann abends noch mit unterwegs sind, kann man halt mittlerweile auch mit MFT machen. Video allgemein ist es auch stärker geworden. Wir haben hier bis zu 4K 120p 4210 mit, also schon eine Slow-Motion-Aufnahme mit 4K-Auflösung. Da ging vorher nur 4K 60p 8-Bit. Wer sich denkt, 8 und 10-Bit ist nicht so der Riesenunterschied. Es ist ein enormer Unterschied, von dem, wenn ihr mal was graden möchtet, wie viel Spielraum ihr da habt. Und wir haben natürlich jetzt auch noch Open Gate vorhin einmal gezeigt. Das heißt, der ganze Sensor wird mit aufgenommen. Und ihr könnt schön durcheinander schneiden. Also von euren Seitenverhältnissen. Videos könnt ihr generell schneiden. Dann Aufnahmezeiten. Früher hatten wir noch das Limit von 30 Minuten. Mittlerweile, seit ein paar Jahren, ist es obsolet. Das kommt jetzt endlich auch auf die G9 II. Da gibt es kein Problem mehr. SSD-Recording und Realtime-LUTs
Realtime Lust hatten wir vorhin einmal kurz, dass ihr Farbprofile draufwerfen könnt. SSD-Recording. Ihr könnt einfach so eine kleine Festplatte über SSD, über USB-C anschließen und dann dort einfach die Videos aufnehmen. Dann könnt ihr schnell am PC stöpseln. Dann müsst ihr nicht extra noch was kopieren und könnt direkt von der Festplatte arbeiten. Und interessanterweise, noch alles rechts grün und jetzt gehen wir einmal links rüber. Die G9 ist ein kleines Müh, ist die einfach kleiner. Aber das Gewicht ist identisch geblieben. Also wir sagen mal unentschieden in dem Fall. Ne? Also das als kurzer Rundown mal zu der neuen Kamera. So, jetzt gehe ich erstmal zu dir. Ist dir noch was eingefallen, bevor ich in den Chat gucke? Nee, ich glaube, wir sind an der Stelle ganz gut durch. Zu der Größe möchte ich noch mal was sagen. Gerne. Weil das ja immer wieder ein Thema ist. Mhm. Es gibt Hersteller, die haben Vollformat in kleineren Gehäuse etc. pp. Ich finde es auf der einen Seite einen wirklich smarten Move, das gleiche Gehäuse zu nehmen wie die S5, weil die komplette Infrastruktur einfach verwendet kann. Also für Leute, die zwei Systeme verwenden wollen, ja, die fühlen sich mit beiden Kameras sofort zu Hause. Und ich habe es jetzt im Handling gemerkt, was das ausmacht. Zwei Kameras, die man eigentlich, ja, die eigentlich ein ähnliches Bedienkonzept haben, aber irgendwie doch nicht das gleiche. Und die gleichzeitig zu handeln, ist so ein Pain. Ja. Ist wirklich, das macht keinen Spaß. Und das Gehäuse gefühlt 5 Kubikzentimeter, Millimeter, keine Ahnung, größer zu machen. Das finde ich okay. Dafür haben wir unlimitierte Video-Recording, einfach weil die Hitze auch gut abgeführt werden kann. Ja. Und wenn ich jetzt mit großen Optiken fotografieren möchte, und dafür ist ja diese Kamera auch ausgelegt, das soll ja in Richtung Sport, das soll in Richtung Wildlife gehen, die Framerates bieten auch die Möglichkeit, in genau diese Richtung zu gehen. Das sieht wirklich auf der einen Seite sehr, sehr, sehr komisch aus, wenn man eine ganz kleine Kamera an einem sehr großen Objektiv hängen hat. Und zweitens macht das auch absolut keinen Spaß, das zu handeln. Überhaupt keinen Spaß. Und ich finde die Größe sehr gut, weil man eine Kamera in der Hand hat, die man sehr gut handeln kann. Sie hat unheimlich viele Bedienelemente und das Gewicht spart man mit den Linsen, nicht mit der Kamera. Definitiv. Und ob man jetzt einen Kamerabody hat, der ein bisschen kleiner ist und 100 Gramm weniger wiegt, dafür wiegen halt die Optiken das Dreifache. Mhm. Es ist die Frage, an welcher Stelle man da sparen möchte. Definitiv. Von daher, die Größe für mich, die passt absolut. Ja. Falls man sogar sagt, dass es einem noch zu klein ist, falls ein Nachwurf, das Keil hat auch einen Batteriegriff, also falls man wirklich sagt, ich brauche auch noch mehr Akku oder noch mehr Grifffläche, auch für Hochkant, wäre jetzt kein Problem. Batteriegriff kann man dann auch mit verwenden. Wo wir auch bei Bedienelementen und sowas waren, da sind die Lage auch so ein bisschen gespalten. Die G9 hat ja auch noch das Schulterdisplay gehabt. Bist du traurig, dass es weg ist oder sagst du, ich habe es eh nie benutzt? Ich muss gestehen, ich war initial traurig und habe gedacht, das war eigentlich mega praktisch und ich weiß nicht genau, warum sie es weg haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es auch so ein Feature, man benutzt es, wenn man es hat. Aber es fehlt auch nicht unbedingt, wenn man es nicht hat. Ich fotografiere nicht, also ich kann es mir vorstellen, dass wenn man sagt, okay, ich fotografiere Vögel im Flug und ich habe einen Red Dot auf meiner Kamera oben drauf. Ja. Und ich fotografiere gar nicht durch den Sucher und ich fotografiere gar nicht durch das Display, sondern ich möchte eigentlich irgendwie noch ein drittes Element, um meine Einstellungen zu checken. Mhm. Ja, dann lasse ich es mir ausgehen. Aber für alle anderen Möglichkeiten, dann schaut man halt kurz durch den Sucher oder man hat sein Display eh ausgeklappt und kann kurz gucken. Also wie gesagt, ich habe es benutzt, weil es da war und war initial auch so ein bisschen, warum haben sie das jetzt weggemacht? Aber es hat mir
vermisst habe ich es jetzt auch nicht. Ich sehe es eigentlich also genauso. Ich habe früher mit einer 5D Mark III von Canon fotografiert und bin dann auch auf kleinere oder andere Systeme umgestiegen. Es war dann auch so ein, war eigentlich ganz nett zu haben für meinen Blick drauf, aber vermisst habe ich es wirklich auch nicht. Also spätestens mit einem Klappdisplay war es mir dann egal. Das war für mich ein riesen Step-up. Und dann bin ich dann wieder auf andere Sachen umgestiegen und jetzt habe ich wieder kein Flip-Screen und dann, man kann es mir irgendwie auch nicht recht machen mit der Technik. Ich wechsle meine Kameras gefühlt wie Unterhosen. aber deswegen, ich kann sagen, wenn man es hat, nutzt man es. Wenn man es nicht hat, vermisst man es einfach auch wirklich nicht. Es gab noch ein paar Fragen, die werden zwar schon fleißig von der Regie beantwortet, ich werde sie trotzdem mal kurz vorlesen, falls Leute den Chat zum Beispiel nicht mit aufhaben. Es gab die Frage mit der C4K mit 30p, 4:10 intern, ob das möglich ist. Und da wurde auch schon fleißig, auch korrekt, muss man ja auch mal prüfen, ne? Doppelt hält besser, man weiß ja nie, wer das da hinten in der Regie abgeht. Ist tatsächlich möglich, aber wird dann auch bei All-Intra mit einer SSD benötigt, weil einfach sind nur SD-Karten, die gehen einfach nicht schnell genug. Ne? Also wenn du das Maximum rausholen willst, dann brauchst du die SSD. Genau, erst bei Intra, All-Intra mit 800 Mbps, aber ansonsten, ne, wer es Maximum will, wenn man schon nach Cinema 4K 4:10 fragt, dann gehe ich meistens davon aus, die wollen auch so ein bisschen da draus kitzeln, was da möglich ist. Dann auf jeden Fall die SSD mit dran klemmen. Es gibt leider keine Liste mit SSDs, die offiziell dafür funktionieren. Doch, habe ich in den Chat geschickt. Hast du? Aber da stehen wahrscheinlich alle drauf, das sind nur die Bekannten wahrscheinlich. Ja, das vorbereitet. Lass mich raten, sowas wie eine Samsung T5, SanDisk. Also Samsung T5, SanDisk und sowas. Wir haben einen Link im Chat für die Leute, die den Chat nicht aufhaben und das interessiert. Gerne mal kurz den Chat aufmachen und da gerne einmal nachgucken, damit man da die Übersicht hat. Und da noch ist der Sucher der G92 identisch mit dem Sucher der S52, bis auf das Element dahinter, das halt jetzt, ne, der Lüfter fehlt, ist es auch derselbe Sucher. Das heißt, da habt ihr auch keine Probleme. Ist dasselbe Gehäuse, da lohnt es sich einfach auch aus werklichen Gründen nicht, da jetzt noch einen Unterschied zu machen und dann was anderes zu bauen, wenn man die Bauteile eh rumfliegen hat. Dann kann man das hier auch mal mitnutzen. Und, Joffi, es gab die Frage, ob es eventuell sein kann, dass so kürzlich angekündigt die Kameras, also wie Black Friday schon reduziert da sind. Es ist sehr unwahrscheinlich, wenn wir einfach mal ehrlich sind. Man muss auch dazu mal sagen, wenn neue Kameras kommen, ist auch die Verfügbarkeit immer ein bisschen schwierig am Anfang, weil dann doch die Nachfrage höher ist oftmals, als was dann die Hersteller erwarten, weil sie manchmal überrascht sind, wie gut die Kameras dann doch geworden sind und angenommen werden. Von daher, mein Tipp, nicht für Rabatt, aber schon mal mein Tipp, wenn du so eine Kamera haben möchtest, bei uns vorbestellen, du kommst auf eine Warteliste, nimm das Zahlungsmittel Vorkasse, du musst erst zahlen, wenn die Kamera da ist und selbst dann, wenn du sagst, ich habe es mir anders überlegt oder irgendwer war schneller oder brauchst es einfach wirklich nicht mehr, dann einfach Anruf oder Mail und dann stornieren wir das Ganze. Es ist unverbindlich, PayPal und Kreditkarte ziehen den Betrag sofort ein. Wenn dein Konto das hergibt und du vermisst jetzt die Summe nicht in der Zeit, ist das auch kein Problem. Dann ist es schnell abgefertigt. Ansonsten einfach so. Und dann kann man ganz entspannt auf seine neue Kamera warten. Und dann wünsche ich mal viel Spaß damit. Ja, perfekt. Da kam auch der Link noch hinterher. So, ich würde sagen, wir haben die neuen Kameras gut umrundet. Wir haben auch ein bisschen kennengelernt, wie der Jakob arbeitet. Und ich würde auch sagen, wir runden das Ganze hier mal so langsam ab. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht. Ich finde es toll, dass du auch die Zeit genommen hast, auch im Vorgang, das muss man ja auch einfach mal sagen, die Bilder für uns zu erstellen auch. Ich meine, klar, du wolltest die Kamera auch mal testen, aber ne, du hast uns ja auch was Schönes gegeben, was wir dann auch zeigen konnten, hast viel getestet und Erfahrung gemacht. Und deswegen vielen Dank für die Arbeit. Vielen Dank, dass du auch jetzt da warst, Fragen beantwortet hast und dass wir auch im Nachgang noch nerven können, wenn doch noch Fragen aufkommen, dass du da bereit bist. Unbedingt. Ne? Und von daher, wenn du irgendwas brauchst, melde dich gerne wieder. Leute, guckt vorbei. Ich mache es hier eben bei mir auch nochmal auf. So, Chat da, Webseite natürlich. Da, ne? Jakob Schmidt Photography. Oder für die Leute wahrscheinlich fast interessanter, weil sie eh immer am Handy rumdaddeln. Da ist der Instagram. Gerne einmal vorbeischauen, Bilder angucken, liken. Und dann würde ich sagen,
macht es gerne auch mal bei uns, wenn ihr da beim Jakob fertig seid. Fotokoch natürlich auch mit dabei auf Instagram und natürlich die Webseite. Und wo ihr gerade auch zuguckt, gerne YouTube. Falls euch das Stream gefallen hat, gerne mal ein Däumchen nach oben geben. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, einfach mal gerne noch abonnieren und das Glöckchen aktivieren, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wie sowas dann wieder losgeht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und viel Spaß noch in Spanien. Merci. Servus. Okay, wir sind raus. Mega gut.